Dota 2 Premiere. Heute ist Edima mit dabei. Ja, hallo. Hallo, und du hast dir Helden gewünscht. Genau. Und zwar Windranger. Ja. Ich gehe mit Windranger. Windranger ist entweder ein Support-Held, kann aber auch in die Semi-Carry-Rolle spielen. Also sie kann auch durchaus ein Spiel tragen, richtig Schaden machen am Ende. Hängt ein bisschen davon ab, auch wie man, wo man mit ihr hingeht. Inzwischen sieht man sie häufig in der Mitte. Das traue ich mir nicht so ganz zu, ehrlich gesagt, weil ich sie nicht so häufig spiele. Man kann sie auch auf der Offlane spielen alleine. Okay. Einfach versuchen, halt ein bisschen Erfahrungspunkte und ein bisschen Gold zu bekommen. Die Helden, die man auf die Offlane schickt, die ja da alleine sind, sind hauptsächlich Helden, die gut überleben können. Weil oft ist es ja so, dass entweder hier unten in der Safe Lane, so heißt ja die, wo man immer den Farmer hinschickt, den Carry, der versucht in den ersten Viertel, Drittel des Spiels halt viel zu farmen, der ist meistens hier unten. Mhm. Und dann schickt man ein oder zwei Supports mit in die Lane, die ihn halt beschützen. Okay. Und dann hat man einen natürlich in der Mitte meistens. Und inzwischen hat man meistens, ich pick einfach mal die Windranger, und hat man einen auf der sogenannten Offlane, das ist meistens ein Held, der gut überleben kann. Und bei ihr hat sie einen Spell, womit sie gut überleben kann, der heißt Windrun. Kann ich gleich mal gucken. Das ist das Outfit, was wir sie haben. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Deswegen behalte ich das mal, bevor das Spiel jetzt irgendwie nicht wirklich los. Ich verkacke wahrscheinlich jeden Anfang. Ich habe gerade noch ein bisschen geguckt. Ich werde auf jeden Fall an ihr Faceboots und Forstaff bauen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich baue eventuell einen Soul Ring, ein bisschen Mana. Rex, dann die auch nicht verkehrt. Okay. Noch ein bisschen Survivability, was ich am Anfang einmal habe. Ihr Hauptattribut ist Intelligenz. Mhm. Dann muss ich ein bisschen für Last Hit Power. So, ich will einfach nur ein bisschen am Anfang überleben. Okay, schön, dass wir überhaupt nicht, dass die Leute nicht angezeigt haben auf der Minimap, wohin sie gehen und was sie picken. Jetzt haben wir nicht das Problem. Eigentlich habe ich einen Helden, der solo auf die Offlane soll. Aber da steht schon eine. Okay. Das ist schon mal doof. Es hat. Das ist also. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich spiele sonst oft Ranglistenspiele. Und jetzt habe ich einfach so ein Spiel, was nicht eine Rangliste ist. Und ich weiß nicht genau, wie da mein Rating sozusagen ist. Jetzt haben gerade Leute, dadurch, dass ich es mit dir besprochen habe, wie ich die Windranger spiele und. Ja. Haben die einfach irgendeinen Scheiß gepickt? Das passt aber alles nicht zusammen. Also. Also, das ist halt ein bisschen doof. Also, eigentlich ist es so, ich sollte jetzt hier alleine sein auf der Offlane. Das wäre halt sinnvoll. Okay. Und jetzt ist der halt mit dazugekommen. Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Aber ich versuche das einfach mal zu ignorieren. Ich bin ja eh nicht so der große, ja, vielleicht weil ich schon angezeigt habe. Man kann ja, das habe ich ja gezeigt, man kann ja anfangen, wenn das Spiel in dieser Lobby ist. Ne, ja genau, Anfang, da zeigst du das ja an. Da kann man ja auf der Minimap anzeigen, welchen Helden man nimmt und in welche Lane man geht. Ja. Und unten der Juggernaut, bei uns hat das auch gemacht, hat gesagt, er geht unten in die Lane, hat man ihn gesehen. Mhm. Und auf der Offlane war ja niemand. Ja genau. Naja. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch. Ich bin jetzt ein bisschen nerven. Das ist ja Power Shot. Kann ich die Spells erklären? Mhm. Das ist halt so ein Schuss, der einfach in die Richtung geht, wo ich hier hincast. Der trifft alle. Also er geht durch mehrere Leute durch, aber je mehr Leute er durchgegangen ist, umso mehr Durchschlagskraft verliert er sozusagen. Okay. Und dann macht er nicht mehr so viel Schaden. Also, die ersten, die er in der Reihe trifft, kriegen am meisten Schaden aus. Kriegen am meisten Schaden ab und die dann nicht so viel. Jetzt kann ich mal noch einen Shackle-Shot, damit kann man zwei Leute aneinander fesseln. Das ist aber ganz cool eigentlich. Habe ich hier noch diesen Shackle-Shot gegeben? Ja. Aber es hat ihn zwar gerettet. Also das war jetzt aber gerettet. Knapp, ne? Hätte es jetzt was gehabt. Ja, vor allem hätte ich den Wraith King eigentlich gerettet, wenn ich zurückgekommen wäre. Und ich habe meinen Windrun noch nicht gelevelt, den man eigentlich levelt. Kann ich das mal zeigen, weil man den eigentlich zum Escape nimmt sozusagen. Das ist eigentlich das, warum man auf der Offlane ganz gut ist, weil man damit sehr gut überleben kann. Das habe ich noch nicht geskillt, weil ich es in der Dual Lane, also in der Zwei Lane, nicht so dringend brauche wie woanders. Mhm. Aber vielleicht will ich, also ein Level sollte ich auf jeden Fall reinpacken,
bin jetzt nicht ganz sicher, wie wir das spielen werden. Das ist halt ein bisschen so ein blödes Spiel, was schon so ein bisschen durcheinander ist. Aber wir werden es einfach mal jetzt so gut es geht halt spielen. Und einfach so ein bisschen die Windranger, die du ja gerne sehen wolltest, die wollte ich zeige. Echt mal gern sehen, ja. Was die so kann. Was dieser Shackle-Shot, hast du ja gesehen, ich habe den anderen, den kann ich dann mal verbinden mit anderen. Wie erkläre ich das? Also ein Shackle-Shot fesselt praktisch einen Spieler entweder an einen anderen Baum, der hinter ihm steht, oder an einen anderen Spieler. Also ich muss praktisch immer zwei Einheiten zusammen fesseln. Okay. So, und wenn ich das schaffe, zwei Einheiten zu fesseln aneinander, dann können die beide nichts machen für einen bestimmten Zeitraum. Mhm. So. Dieser Shackle-Shot ist aber so, dass ich von dem Augenblick, wo ich ihn abschieße, in einer geraden Linie mit einem Ziel und ein Ziel muss dahinter sein. Die werde ich zusammen fesseln. Entweder kann ich manchmal Leute an einen Baum fesseln, das geht, ja, oder an andere Einheiten. Okay. So, das muss also, das ist halt ein bisschen die Kunst. Ja, du musst diesen halt Shackle-Shot richtig zu landen. Ja, genau. Ich kann ihn schon nicht erklären. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ich versuche es mal zu zeigen. Ja, das ist, man muss aber ihr Positioning, sie muss praktisch mal in einem guten Winkel stehen. Also wenn ich jetzt hier stehe und ein gegnerischer Held würde hier stehen, ja, dann kann ich ihn, wenn ich ihn hier treffe, an den Baum dahinter fesseln. Ja. Wenn ich jetzt hier, wenn der Held hier steht und ich schieße den Shackle-Shot ab, ja, dann und jetzt, wenn, dann Einheit, wenn dann kein Baum dahinter ist und keine anderen Einheiten, dann treffe ich halt gar nichts. Da passiert nichts eigentlich, genau, oder? Okay. Und das ist halt so ein bisschen die Kunst daran. Das ist nicht ganz einfach, wie gesagt, aber das ist so. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die Wind Ranger zu spielen. In der Mitte wäre es halt einfach, dass man eher ein bisschen farmt und dann mehr Einfluss hat. Auf der Offlane ist es eher so, dass man eigentlich jetzt allein ist und dadurch einen Levelvorteil und durch den Windrun, der gibt ja mehr Movement Speed, da kann sie sehr schnell wegrennen und guckst du das, wie schnell sie ist? Für den kurzen Augenblick? Ja, stimmt, ja. Und das ist halt das, was ja, siehst du das? Ah, ja, ja. Das ist schon cool. Deswegen, das ist halt ihr Vorteil, was sie hat. Das ist halt, warum sie auf der Offlane gut ist. Weil auf der Offlane geht es halt oft darum, dass dann da du gegen einen, so mindestens einen, aber manchmal auch gegen zwei oder drei Leute spielst. Mhm. Und dann ist natürlich ist immer eine gefährliche Situation. Und dann brauchst du immer irgendeine Ability, um schnell wegzukommen. Und das ist halt in diesem Fall der Wind Run. Kann sie das. Mhm. Ja, da bin ich dann doch erwischt, da habe ich so schlecht über die Kante gesehen. Das war natürlich mein Fehler. Ich habe schon fast damit gerechnet, dass sie das versuchen. Aber nicht, dass sie es so schnell versuchen. Naja. Da waren wir weg. Ich werde jetzt mal ein bisschen mit supporten. Das ist alles ein großes Durcheinander. Ich habe einfach mal jetzt ein Upgrade vom Kurier gemacht. Die Rollen sind eigentlich ganz sinnvoll verteilt. Aber naja, das kriegen wir alles schon hin. Mit der Storm Spirit, wenn der auf Level 5 ist. Ich kann hier versuchen, so einen Shackle-Shot zu landen. Ja. Ich bin gespannt, ja, wie das dann aussieht. Na, fast. Shackle-Shot nicht ganz gehabt. Ich wollte ihn eigentlich mit anderen zusammenfesseln. Ich habe aber die beiden Creeps zusammengefesselt. Zwar nicht ganz geplant, aber meine Shackle-Shot-Künste sind halt sehr bescheiden. Jetzt hier diese, ich muss auf dieser Kante, wenn ich halt keine Vision habe, muss ich echt aufpassen. Das ist mit einem Stun von der Lina und dem Clockwork sehr gefährlich, wenn der mich da einfängt. Ja. Jetzt kann ich ja mit Double Damage die schön harassen, schön nerven. Jetzt habe ich es geschafft, die zu fesseln, siehst du das? Ja, genau, ja. Autsch, soll ich nicht ganz gut. Ach, verdammt. Wir haben es geschafft, ihn da zu shackeln und so. Und dann kam da der Clockwork. Ich bin nicht ganz sicher. Hätte ein bisschen. Die ist halt noch weggelaufen. Und der Shackle-Shot hält noch nicht so lange auf der Stufe. Es war ein Versuch durchaus wert, aber da kam auch der Techies dazu. Hat noch nicht ganz so gut geklappt. Mein Level ist halt noch ziemlich niedrig jetzt. Das ist das Problem. Ich gucke, ob ich nochmal irgendwo. Der Dings mit nach oben. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen Level zu bekommen. Das ist ein bisschen das Problem. Ein Shackle-Shot hält er noch nicht lang. Ja. Wisst ihr, da treffe ich eigentlich alle in diesem Radius damit. Mit diesem Power-Shot. Aber vor allem die ersten kriegen halt am meisten Schaden. Missing Bottom.
Wir haben als Support halt hier Visage oder Visage. Ich weiß auch nicht genau, wie man die richtig ausspricht. Und ich habe gedacht, ich habe die Wissen mit, dass ich nicht ganz alles alleine machen muss, habe ich halt den Kurier-Upgrade gemacht. Sie wird jetzt die Visage als nächstes wahrscheinlich dann, neue Wards kaufen. Ich guck mal, dass ich jetzt meine Faceboots langsam kriege. Mache hier ein paar Last-Hits mal in der Mitte. Mhm. Okay. Dass ich hier mal ein bisschen zurande komme. Da steckt dann auch trotz Level. Missing alles, Bottom. Ne? Okay. Ja, ich bin auch fast Level 6 inzwischen. Ja, genau. Sehe ich da unten. Ja, das wird auch mal Zeit. Na, da wollte er in der Mitte mal hucken. Another arrow in my quiver. Jetzt habe ich Ulti gemacht. Ich glaube, das brauche ich noch gar nicht. Ich habe jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Eigentlich gilt meine Ulti nicht. Ulti ist, dass sie ein Ziel anvisiert sozusagen. Mhm. Und auf das Ziel hat sie maximalen Attack Speed. Das heißt, sie greift sehr, sehr schnell an. Aber sie macht weniger Schaden. Okay. Sie macht, glaube ich, nur halben Schaden am Anfang, ja. Und der Storm sieht so aus, als würde er hier warten. Dann würde mich gleich angreifen wollen. Oh. Ja, vor allem bei der Der ist auch noch gekommen ist da, ja. Ich habe schon fast geahnt, ich habe noch rechtzeitig meinen Windrun angemacht, aber das reicht leider nicht, weil da auch viel Magic Damage im Spiel war. Blutlache ist noch da von dir. Meine Blutlache ist noch. Ja. Vielleicht spielen wir die auch demnächst nochmal, die Windranger. Ich muss erstmal, allgemein muss ich selber ein bisschen reinkommen mit ihr. Ja. Das ist das Erste und das Zweite ist auch, dass halt das unsere Laning-Phase total bescheuert war, also die wir aufgestellt haben. Ich kann hoffen, dass der Juggernaut unten, dass es für den ganz gut läuft. Und dann können wir durch das Spiel noch schon was schaffen. Also, sie läuft dieses Wind-Run, das halt, dass sie sehr schnell ist. Ja. Und sie kann halt, wie gesagt, physischen Angriffen ausweichen. 100% ausweichen. Das heißt, durch normale Angriffe wird sie halt nicht getroffen, während sie das Wind-Run aktiv hat. Und das hält halt zwischen 3 und 6 Sekunden. Mhm. Das heißt, also nachher hält das schon relativ lange. Man lässt es aber eigentlich noch was auf Level 1 und skillt diesen Powershot hoch, weil es halt ein guter Nuke ist. Und damit hat man jemanden erwischt. Ja. Das ist schon recht ordentlich. Er ist jetzt mal Level 6 und hat Ulti, also ist Level 7 hat dann Ulti, aber. Okay. Das heißt, wir können dann vielleicht auch mal jetzt nochmal angehen. So. Ja, der Dings hilft natürlich nichts. Das ist halt der Ultimate von Clockwork. Und das Ranhook ist auch ziemlich gut. Ich mag den Clockwork auch sehr gerne. Der sieht ja mal interessant aus. Sieht der sonst nicht anders aus? Muss ich nur nachgucken, ob ich jetzt nicht so im Auge gehabt. Da drüben, ne? Achso, ja doch, stimmt. Der sieht ein bisschen anderes schon interessant Set, aus ein anderes jetzt. Set halt. Und schon wieder eine Blutlache von uns. Ja, überall Blutlache. Das ist der Wahnsinn. Das Problem ist, jetzt hänge ich mit der Windranger ein bisschen hinterher. Und so wahnsinnig kann ich das auch nicht machen. Ich brauche den Force Staff als nächstes, damit komme ich halt aus diesem komischen Gefängnis von dem Clockwork, aus dem Cox raus. Er hat nicht den Wraith King anvisiert, weil der den Ulti damit kann er wieder auferstehen. Ja. Der kann er einmal sterben und wieder auferstehen. Deswegen hat er natürlich mitgenommen. Und solange ich meinen Force Staff nicht habe, komme ich auch aus diesem Gefängnis nicht raus. Das ist das Problem. Okay. Deswegen bin ich jetzt nicht. Du bist also ein leichtes Opfer gewesen. Im Moment bin ich ein sehr leichtes Opfer, in der Tat. Sowas. Ja. Er baut an einem Armlet. Jetzt habe ich sogar meinen Check-the-Shot getroffen. Ausgewichen. Ja. Oh, das hilft aber nicht, weil es der nächste kommt. Ah! Ich bin aus dem Ulti gemacht. Ah! Schnell! Out und dann liegen. Ja, das hilft halt leider nicht. Ich liege halt so weit hinten. Ich hätte vielleicht auch eher meinen Fokus Feuer machen sollen an der Stelle. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir liegen halt so weit hinten. Ich habe den Shackle-Shot, ich habe sogar schön getroffen. Leider hat der Wraith King gleichzeitig gestunt, das hat er gar nicht gebraucht, weil mein Shackle-Shot schön getroffen hat. Wenigstens eine Sache, über die ich mich freuen kann. Irgendwas richtig gemacht. Das ist einfach das. Ich habe jetzt keine großen Ambitionen. The Wind Ranger returns. Mit ihr, weil ich eh weiß, dass ich nicht gut spiele. Ich übe einfach ein bisschen, dass ich meine Check-Shots mal treffe, dann bin ich mir ganz schön zufrieden. Was sagen die Leute denn so im Chat? Müsste ich jetzt erstmal ordentlich gucken.
Wir liegen jetzt ziemlich weit hinten mit 12-4. Aber naja, wie gesagt, das ist halt ein Übungsmatch. Damit kann ich leben. Vielleicht schaffe ich hier nochmal. Vielleicht jetzt hier. Oh. Also schreibt irgendwas, irgendwelche Kommentare. Ja, so. Es wird sich unterhalten über. Moment, muss ich nochmal gucken. Okay, ich hätte gesagt, dass irgendwas Wichtiges wäre. Nee, also eigentlich nicht. Okay, na gut. Es kann ja sein, dass manchmal irgendwelche Sachen, die wir halt beachten sollten, aber. Nee, also es wird sich jetzt gerade über irgendwas anderes unterhalten. Okay, passt. Nee, dann passt. Dann kann man zumindest aufs Spiel konzentrieren. Da war jetzt noch nicht so viel. So, ich werde jetzt auf nächsten Fall diesen Vorstaff bauen, damit kann ich mich immer so ein Stück nach vorne schieben. Mhm. Und das ist vor allem gegen den Clockwork gut, weil ich dann damit aus dem Gefängnis rauskomme. Und sonst kommt man da nicht raus? Nee, also ohne das. Also egal welchen Charakter man hat. Ja, man kann rausblinken, zum Beispiel sowas wie ein Anti-Mage oder so. Achso. Das hat jetzt auch funktioniert, ne? Ja. Ich hab den Checkshot wieder getroffen. Okay. Wieso, da habe ich ihn an die Wand genagelt. Ist immer ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, wenn es da so zugeht. Ja, das stimmt. Aber das hat in diesem Fall mal... Autsch. Als ich allein gespielt habe, war es oft dann so, ich habe dann gar nicht mehr gesehen, wo meine Figur war. Ich habe nur mehr Explosionen und Zeugs gesehen. Und irgendwann, ach, ich bin schon wieder tot. Den Techies okay. Gibt es auch noch, dass der halt diese Minen liegt. Da bin ich gerade leider reingelaufen. Der sieht aber niedlich aus. Das sind ja mehrere, das sind ja zwei. Ja. Eigentlich sind es drei, glaube ich sogar. Das ist der mit der Riesennase da, der ist süß. Ja, das ist wie halt, die schieben so einen Wagen, da sitzen Techies drin, einer schiebt den Wagen, einer sitzt da drin und. Naja, wurscht. Hinterlassen überall Minen. So ein Orchid wäre gegen den gar nicht verkehrt. Mein nächster Arrow will find its mark. Wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen überlebe. Noch leider in die Minen reingelaufen, auf die Techies habe ich gar nicht geachtet, weil ich noch so beschäftigt bin mit dem anderen, mit dem eigenen Scheiß, mit Überleben erstmal. Ich bin gesagt, froh, dass ich einen Checkershot getroffen habe, obwohl an der Stelle war es nicht schwer. Ja. Ist das jetzt ja eigentlich wenig, wenn du Level 7 erst hast, bei 14 Minuten? Ja. Okay. Ich hätte schon viel mehr haben müssen. Ich war halt nicht allein auf der Offline, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Na, hat er halt nicht schnell genug geultiert. Der Hook war schön, aber danach hat er es nicht geschafft, ihn noch Ulti reinzudrücken. Ich dachte auch gerade vorhin, hat der immer funktioniert. Sein Haken. Das war immer ganz gut, um die Lane auch ein bisschen zu pushen, wenn man halt auf den Tower drücken möchte. Der Power Shot, wenn man die ganze Sweep Wave auf einmal trifft. Mhm. Ein bisschen aufpassen jetzt hier. Like the wind. Und? Check geschossen? Ach! Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt, weil er sich gerade, als ich den Check geschossen ausgelöst hatte, hat er sein Ulti benutzt und dann kommt es anscheinend nicht mit. Okay. Sonst hat er das ganz gut gesessen. Was auch passiert da? Ja, da waren wir die Minen von den Techies. Kann man die überhaupt sehen oder kann man die nicht sehen? Man kann die nur entdecken, die sind eigentlich unsichtbar. Man kann die halt nur mit Sachen, die Unsichtbarkeit entdecken. Ich dachte jetzt gerade, ich habe das nie, entweder habe ich es nicht gesehen. Kann man die halt dann rausholen. So. Hoppens. Na schade, ein Stun wäre gut gewesen, dann hätte ich dann auch mal einen Checkershot landen können. Die ist also gar nicht so einfach, ne? Mit den Pfeilen und so, auch. Weil das muss schon richtig aussehen. Okay, das ist ja für Dagon, Dagon Level 2. Nee, das ist halt ein bisschen schwieriger. Also, so super schwierig ist jetzt auch nicht. Man muss das ein bisschen Übungssache eher. Mit dem Shackle-Shot vor allem. Mhm. Wie gesagt, aber wenn ich jetzt das Problem ist, wenn man mit ihr so hinten liegt, kann sie halt nicht mehr viel machen. Die kann jetzt so durch die Lanes halt einfach. So weit hinten, dass da nicht viel passiert. Probier halt ein bisschen mit ihr und so. Und ich kann sie auch nicht mit einer zwei Faktoren zusammenkommen. Ich kann sie schon alleine nicht so gut und dann. War der Anfang auch noch schlecht. Da kommen mal zwei Sachen zusammen. Ich gehe in die Mitte, weil sich da ein Teamkampf anbahnt. Und dann gucken wir mal. Not yet.
Und sie haben halt ein bisschen nervige Helden mit dem Nyx-Assassin und den Techies, die uns dann noch ein bisschen auf den Sack gehen. Und auch wenn man gerade da hinten liegt, gerade gegen den Nyx-Assassin zum Beispiel, dann hat man es ein bisschen schwer. Mhm. Ja, nicht ganz. Na, ja, haben ihn ganz schön Schaden gegeben. I'm not ready. Geht's ja rund. Ja. Ich hab schon wieder verloren. Ach, da bist du. Okay. It's not time yet. Da unten geht's jetzt nochmal ab. Bisschen gucken. Bisschen da was versuchen. Ja, mit den Checker-Shots, die Kunst ist dann vor allem nicht an die Bäume irgendwas zu fesseln, sondern gegnerische Helden zwei Stück aneinander in dem Teamkampf. Ja, da muss, das ist schon die hohe Kunst. Das ist schon schwierig dann, ja. Das ist dann sozusagen wirklich die hohe Kunst, das muss man dann drauf haben. Mhm. Und das habe ich noch bei weitem nicht drauf. Aber deswegen spiele ich ja auch kein Ranglistenspiel, sondern ein normales Spiel, das eher mal zu üben gedacht ist. Ja, jetzt kann man den mal ein bisschen einfach mal killen, ne? Killen Sie den immer hin. Ja, der Kopf ist natürlich richtig stark. Ja, komm. Visage, einfach weiter angreifen, das wird's. Nee. Schade, kein Ulti. Kein Soul Assumption. Mana dafür gehabt, hätte dann ganz schön viel Schaden machen können. Ja, der Clockwork spartet natürlich dann immer an der Stelle. Das hat sie Nützfessel immer noch erwischt. Und ich brauche endlich eigentlich. Das Problem ist, dass ich halt jetzt so wenig Level und Items habe. Dadurch liege ich dann auch ein bisschen hinten. Ja, wird immer schwieriger, ne? Ja. So. Ich versuche einfach meinen Forster fertig zu kriegen. Auf mehr konzentriere ich mich gerade nicht. Hm. Wie gesagt, das ist immer das Problem, wenn das Team sich am Anfang überhaupt nicht partout nicht absprechen möchte. Wo wir es ja, wie gesagt, in der Lobby ja versucht haben. Ja. Mit dem Anzeigen, das ist immer. Manchmal ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich versuche einfach jetzt nur meinen Forster fertig zu kriegen und dann. Dass ich halt ein bisschen die üben kann in dem Fall, wenn das halt so ist, wenn die Leute ein bisschen komisch spielen, dann kann ich damit erleben, mal Pech. Ich glaube, die Skillung nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hätte den Ulti an der Stelle, wo ich ihn geskillt habe, hätte man ihn noch gar nicht skillen sollen. Das war ein bisschen zu früh. Naja. Ein bisschen Übung. Eigentlich ist sie vielleicht. Vielleicht wäre es ein Held, ich bin durchaus gut. Autsch. Der killt mich halt einfach so. Das kann ich halt nicht machen. Der killt mich einfach so. Der kommt halt unsichtbar an. Ja, jetzt komm, soll der den mal. Autsch. Ja, der Fisch. Jetzt Rache hier. Ja. Ja, geht doch. Das Problem ist halt, dass er so viel Burst Damage macht, so viel Schaden auf einmal, dass ich da keine große Chance habe. Dadurch, dass sie so halt hinten liegen halt. Bottom tower being attacked. Angegriffen. Kommt hier runter vielleicht? Alleine brauche ich aber nicht dagegen. Haut er nicht um. Ich bin ja so weit hinten im Moment. Na, jetzt habe ich zu spät gemacht. So. Ich überlege, wie man mit runterkommt. Aber der Rave King ist im Jungle. So, da läuft die Lina. Der Clockwork läuft da rum. Der ist gefährlich. Ja, der Burst hat dann Initiation. Du bist ja eh so mutig. Du rennst da halt mal so überhaupt rein. Wenn ich da einen Gegner gesehen habe, dann habe ich meine Beine in die Hand genommen und wollte weglaufen. Ich will ganz gerne mal so einen Checkle-Shot landen, das wäre super. Ja. Aber. Da unten rennt der Clockwork rum. Da bahnt sich gerade was an, wie man sieht, ne? Die feindliche Team. Na, nicht ganz geschafft. Das war knapp. Ja, ich nicht in den Hub reinlaufe, habe ich gerade noch angehalten, dass er mich nicht hoch. Ja, das war knapp. Ja, ich konnte nicht reinlaufen, ich war natürlich schnell nach vorne für Vision.
Ich will ein bisschen sehen, was los ist. Und dann bin ich schnell, habe ich den Augenblick gestoppt, weil ich gesehen habe, okay, der will da eh eine Attacke starten. Hochlanden. Ja. Wir haben mal einen Kill gemacht. Das hat mir auch ganz gut gefehlt. Ja, da lagen anscheinend viele Wards. Wie gemein. Ja, viele, viele Minen. Ja, Minen halt, ne? Das Blöde ist, dass wir auch den Turm witzig kriegen. Das hätte uns halt viel geholfen. Da unten sieht es ja nicht so gut aus, ne? Da sind schon ein paar Türme weg. Das sieht insgesamt nicht so gut aus, hier. 27-11 ist halt, die gehen jetzt nicht mit hinten. Ja. Der Juggernaut. Ich hab gar nicht hingeguckt. Und das ist halt auch von den Helden her eine gute Initiation und wie gesagt, ich will erstmal meinen Forster fertig haben. Dann gucken wir mal weiter. No one go defend top tower. It needs to learn to defend itself. Ja, oben ist Turm halt auch verloren. Nein! Ja, um den Turm geht's eigentlich. Wir haben jetzt zwei Türme verloren. Einen haben wir auch schon gekillt. In der Mitte, der ist auch fast down. Fast! Gucken, ob ich den irgendwo. Na, der zieht jetzt gerade so einen Schaden. Jetzt haben wir den in der Mitte auch noch verloren. Also, das gleiche haben wir verloren in der Mitte. Mid tower taking damage. Ja, gehen sie doch nicht da lang? Doch. Ja, nein, ja, nein. Gehen jetzt da lang? Oder lang ist es nicht vor, ob es das nicht. Da! Ja! Verdammt! Das ist ja voll fies mit dem. Hat man doch eigentlich total einfaches Spiel. Setzt du überall so Minen hin und alle explodieren. Das hat man, je nachdem, wenn das Spiel einmal, wenn du so weit vorne liegst, wenn du einmal hinten liegst, hast du ein bisschen schon ein Problem damit. Das ist nicht mehr so einfach alles. Das ist ein. Kann man schon ganz netter Held sein. Das ist halt vor allem für Helden nervig, für Support und Leute mit wenig HP. Sobald du als Team ein bisschen vorne liegst gegen Techies, Team, dann fängst du dann an, sehr viele Wards und Gems zu kaufen und dann sind die Minen nutzlos, weil du die dann überall aufdeckst dann. Dann kannst du die ja immer rechtzeitig sozusagen entschärfen und zur Explosion bringen, bevor sie halt Schaden machen. Das Problem ist, wenn du halt hinten liegst, wenn du halt das Problem hast, du hast eh kein Geld, um deine normalen Items zu kaufen, liegst schon weit hinten. Und dann hast du auch kein Geld, um noch ein Gem zu kaufen oder so. Ja. Und dann läufst du ständig aus Versehen in die Minen rein, weil er auch dann, du siehst dann auf der Map nicht viel und er kann halt viel auf der Map rumlaufen und da angreifen, wo er gerade Lust hat. Und dann ist es halt sehr nervig. Aber dann ist es eigentlich meistens, hast du das Spiel eh schon verloren. Also es entscheidet das Spiel nicht, sondern es macht es dann nur noch nerviger ein bisschen an der Stelle. Mhm. Also nicht nur für Clockwork ein leichtes Opfer. So. Nee, für die Techies auch. Ja, ich bin im Allgemeinen, ich habe halt nicht so wahnsinnig viel Papier, wo es inzwischen einigermaßen geht. Der Nyx Assassin hat auch noch so einer, der ganz viel Schaden macht in einem ganz kurzen Zeitraum. Deswegen bleibe ich gerade ein bisschen in der Nähe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir versuchen, den Patch anzugreifen. Dass wir dann sozusagen einen Gegenangriff starten können. Da sieht man sie ein bisschen. Ja, jetzt hat's geschafft. Ha, geil. Ja, super. Jetzt mache ich mal ein Dings raus. Ja, die haben noch getroffen. Der Shackleshot hat gesessen. Der Powershot hat auch ganz gut gesessen auf der Diene. Hat mal geklappt. Mit zwei gekillt, ohne dass wir gestorben sind. Jetzt ist den Tower in der Mitte. Naja, die probiert's mal. Ja. Na, die ist weggeblieben. Hey. Schon Link Dagger leider. Ich verstehe nicht ganz, warum die Leute nicht mitkommen. Warum wir nicht die Mitte holen. Also wir sind alle am Leben. Und wir hätten uns den Mitteltower holen. Also, soll ich. Also ich verstehe es halt nicht. Wir haben gerade einen Teamkampf gewonnen. Wir waren alle in der Mitte. Wir müssen halt Türme bekommen, weil wir das Geld brauchen. Und weil wir natürlich Türme auch einfach so, weil es das Ziel des Spiels ist, Türme auch nicht zu killen. Ja. Ich frag mich jetzt auch gerade, wo die alle waren. Dachte eigentlich, die wären hinter dir. Dass sie nicht waren. Ja. Na egal, da muss ich halt noch defensiver spielen. Ich hätte auch schon meinen Forster schon kaufen können. Das ist das Problem ein bisschen. Ich spiele halt
mancher passe ich vielleicht meinen Spielstil nicht gut genug an. Wir liegen jetzt ziemlich weit hinten. Und dann reagiere ich manchmal falsch auf die Leute, weil ich sage, ich behaupte mal, der richtige Spielzug wäre gewesen, wir waren alle in der Mitte, wir haben gerade einen Teamkampf gewonnen, das wäre der richtige Spielzug gewesen, den Tower zu holen, ne? Das wäre richtig gewesen. So. Die anderen haben es anscheinend nicht gemacht. Die wollten lieber farmen gehen. Anders gesehen, so. Und mein Problem ist dann ein bisschen, ich denke, dass das der richtige Spielstil ist, aber dann muss ich halt realisieren, wenn die anderen das anders sehen, aus welchen Gründen auch immer, dann hilft es ja nichts, wenn ich dann alleine das trotzdem versuche. Deshalb ist mein Problem manchmal. Sondern ich muss halt dann eher darauf reagieren, dass ich halt dann, okay, merke, okay, die sehen das anders. Und obwohl es halt sozusagen schade und blöd ist, muss ich dann einfach sagen, okay, es bringt ja nichts, dann können wir es halt nicht machen, obwohl es eigentlich der richtige Spielzug wäre. Das ist ein bisschen mein Problem manchmal. Halt Team-Kampf alles, ne? Ah, nein. Ich will ja Lina. Ja, die waren alle hier. Haben wir ja gerade gesehen. Die hätten wir öfter gehabt. Und der mit der großen Nase. Ich weiß nicht mehr wie. Okay. Ja, genau. Ja, dann haben sie den auch. Ich weiß, wie lange tot werden. Den bekommen sie auch noch. Jetzt ein Forstab gerade benutzt, ich glaube, das ist, was ich meinte. 10 Sekunden, warum bin ich denn so lange tot? Ah. Hat sich noch selber getötet. Das war auch, na, es war ganz hell, vielleicht sogar noch wegkommen können, aber an der Stelle trotzdem nicht ganz verkehrt. Ich weiß nicht. Ja, kaum ist der tot, bist du wieder da. Sieht aber echt nicht gut aus, sind ganz schön nah dran. Die ganze Zeit sieht gut aus. Your middle tower is under attack. Ich denke eigentlich immer optimistisch, ne? Aber ja, das ich schaut auch jetzt nicht so schön aus mehr. Na, bis ich die Diener noch erwische da. Ja, das wäre mal schön. Die hat dich jetzt so oft gekillt. Die Lina. So. Muss man meinen Forster fertig machen, da gucke ich immer gar nicht drauf. Mid tower taking damage. So. Na, wer ist da oben? Der nächste Assassin hier. I run like the wind. Ich will mal mit Forstar fertig kriegen. Der hat sein großes Dank, der macht halt sehr viel Burst Damage, sehr viel Schaden in kurzer Zeit. Mhm. Okay, Shadow Blade an Visage, bin ich auch nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist, viel zu wenig Visage einzuschätzen. Das ist ein bisschen sehr seltsam, aber vielleicht ist es ja irgendwie sinnvoll. Jetzt haben wir mal den Forstaff, sehr schön. Haben wir mal was fertig. Hat er denn inzwischen? Okay, also nicht so wahnsinnig viel. Er hat auch seinen Forstaff. Ja, Forstaff ist in diesem Spiel sehr gut, sowohl offensiv als auch defensiv. It's not time yet. Like the wind. Here comes. Jetzt habe ich den Checkershot sehr schön getroffen. Ja, wollte gerade sagen. Und dadurch konnten wir halt ihn dann knapp machen. Wenn ich den Checkershot treffe, dann hält der wie lange? 3,75 Sekunden. Ist er dann, kann er nichts machen. Und das ist halt 3,75 Sekunden. Ist er eigentlich. Das ist sehr viel. Ist er eigentlich tot, ja. Dann, ja. Wenn wir es halt ein bisschen geschickt anstellen. Na, da war wieder was geklappt. Sehr schön. Ja, versucht das jemand aufzuheben. Großzügigkeit. Ja, da gibt es ein bisschen Bonus-Roll, wenn man die aufsammelt und ein bisschen Erfahrungspunkte. Ist bei dir eh nicht verkehrt. Nee, kann ich auch sagen. Jetzt habe ich halt hier diesen Forster, was sehr sinnvoll ist. Linken Sphere wäre auch nicht schlecht, dass man so einen Damage-Spell blockt oder überhaupt einen Spell. Ich bin extra. Ne, da war direkt hinter mir. Ich dachte, er muss ein Force Staff.
Wollte eventuell einen Checkerschrott landen, wenn man das kann, dann stand ich jetzt mal genau vor dem Patch. Das mache ich halt, dass ich halt auch, wenn ich wie eben, habe ich halt dieses Movement gemacht und habe mich da hingeklickt, obwohl ich meinen eigenen Helden nicht mehr gesehen habe. Ich wusste halt ungefähr, wo er ist. Ja, man wollte halt nur schnell dazu kommen. Ja, wir holen ein bisschen auf. Ja, nee. Ich dachte jetzt gerade. Ja, sehr schön. Ja. Der ist weg. Ach, das sind die zwei jetzt da. Genau. Ah ja. Could be worse. Oh wait, no, it couldn't. Sieht aber irgendwie schnuffig aus mit dem Wagen. Herumkutschieren. Naja, die sind witzig halt. Da war wieder wissen. Da habe ich keinen guten Checker-Shot getroffen. Ich habe es ein bisschen auf den Dings versucht, auf dem Nyx Assassin, aber. Ja, da war nichts zum Anbinden. Man hätte es vielleicht irgendwie sinnvoll machen können, wenn ich halt besser wäre. Ist halt tatsächlich so, dass ich es halt nicht gut drauf habe mit der. Manche haben das richtig drauf, die landen ständig die geilsten Shackle-Shots und du fragst dich schon, was hier. Wie sie es hinkriegen. Die Übung. Ist auch Übung, ist tatsächlich ja. Übung. Ich finde sie eigentlich ganz witzig, vielleicht sollte ich sie wirklich mal häufiger spielen. Und da sind wir nie reingelaufen. Wie gesagt, das passiert sicherlich häufiger mal. Fies! Double Damage. Die Wards, hatte ich ja eben mal geguckt, die sind noch auf Cooldown, aber es liegen welche in der Base, sonst verteile ich die gleich mal. Die normalen Observer Wards, kann man wieder ein bisschen sehen, was auf der Karte los ist. Aha. Der kauft dann einen Gem auf True Side, das ist so ein, das ist halt der Gem, damit kann man halt unsichtbare Einheiten und unsichtbare Sachen, wie halt die Minen sehen auf der Karte, wenn man in der Nähe ist. Ah, das ist für dich gut. Ja. Okay. Sonst haben wir halt diese blauen Wards. Die Sentry Wards decken halt auch unsichtbare Einheiten auf, aber nur in so einem Umkreis halt. In den Gem kannst du halt ins Inventar stecken und mal mitnehmen. Das Problem ist, der Gem, wenn du halt stirbst, fällt der, bleibt der am Boden liegen. Bleibt der da liegen, wo du gestorben genau. bist, ne? Und das okay. heißt, du kannst ihn dann leicht verlieren. Das ist halt das Risiko. Und das geht da unten aus. Noch weg. Ja, der noch mal links aufstellen können. Incoming! Ich bin im Checkershot gelandet, aber ich mache halt keinen Schaden. Jetzt, ja. Man hat keinen Schaden. Ops. Ah, das ist halt der Ding. Haut dich halt sofort um. Das ist das Assassin. Ja, wir haben nur einen einzigen gekillt. Den Checkershot, wie gesagt, sogar schön auf dem Storm Spirit gelandet. Ja. Aber es kriegen halt nicht so. Ja, da hätten auch andere mit reindreschen müssen. Ja, wir liegen halt einfach so weit hinten von den Kills, dass wir da halt nicht viel schaffen. Der Raid King hat ja kein Mana gehabt. Weil der Ulti war eigentlich auf Cooldown. Ja, wir wollen jetzt auch nicht die erste Kings verlieren. Mach mal die Flüfe an, 5 Sekunden ist der Turm unverwundbar. Mhm. Aber ich glaube, das wird trotzdem nicht reichen. Der Turm, eventuell, wir sehen sogar mehr. Der Anfang war gar nicht schlecht, wie gesagt. Außer dass den Dings erwischt hat. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, nicht ganz geschafft. Wir haben den Turm über die Gebäude gerettet. Mhm. Your top tower is under attack. Top tower under siege. Wild winds rising. So, ich hole einfach ein bisschen mehr Lebenspunkte. Ich werde einfach ein bisschen defensiv spielen. Ich gucke gleich mal, dass ich meine Wards aufstellen kann. Mit dem Team halt zusammen, wenn ich alleine irgendwo rumrenne, ist das viel zu gefährlich. Und ich hole mir mein Link ins Vier, was halt gegen den Storm Spirit und gegen den Nyx Assassin ganz gut ist, weil ich halt damit ein paar Spells von ihnen blocke. It's not time yet. Dass ich halt nicht ganz so schnell aus den Socken gehauen werde wie bisher. Ja, das wäre
von Vorteil macht. Dasselbe Tat von Vorteil. Boom. Der ist schon auch cool, oder? Der Bauschutt ist cool, ja. Das ist... Fick die weg. Das ist der Plan. Jetzt gehen wir mal zusammen. Halt. Aber ich brauche Leute, die mich beschützen und mit mir zusammen warden, aber wenn ich allein da lang gehe, das ist viel zu gefährlich. Deswegen habe ich gesagt, help me ward. Mhm. Aber jetzt sind gerade die... Every coin helps. Not yet. Und auf dem Weg in die Mitte ist die Lina. Na, ich habe gerade auf dem Stun. Check-a-Shot war halt keine gute, kein guter Winkel. Gerade. So, wir mal oben noch einen Ward aufstellen. Mhm. So ein bisschen sehen, wenn sie kommen. So, da sind gerade zwei rein. Mhm. Dann sitzt sie noch ein bisschen. Wir laufen da rum. Schon cool. Da ist der Techie. Die Techie ist in der Meere und das Blanken. Is in ruins. My feet fly. Na, hab ich sie gefunden. Oh, what I miss! Ah! You blew it! Ja. Ne, wir haben einfach noch ganz gut rausgekommen. Der Ulti ging völlig in die Hose leider. Oh, das. Ja, immerhin den Kill mal noch geschafft. Ah, der Juggernaut Ulti war ja völlig in die Hose gegangen. Na, der ist auch schön, ja. Naja. Gut. Ich würde auf jeden Fall demnächst nochmal Windranger spielen, weil ich glaube, es kann schon Spaß machen. Ja. Ja, so ab und zu ist das ja ganz gut gelaufen jetzt auch. Mit dem Treffen und so von dir jetzt. Ja, du hast ja diesen, wie heißt das, dieses Spiel jetzt nochmal da. Ja, genau, du hast ja schon ab und zu mal ganz gut getroffen. Das war ja eigentlich nicht das, was du ausprobieren wolltest. Ja. Ja, aber so häufig habe ich jetzt nicht gebaut. Ja, spielt anscheinend auch schon ja, öfter als wie ich das machen würde. Your bottom barracks are under attack. Boah, das war jetzt knapp. I run like the wind. Your bottom barracks is no more. Ja, das ist halt manchmal, ich bin nicht ganz sicher, mit welchen, mit welcher Einstellung die Leute in solche Spiele gehen, weil so richtig, was hat manchmal ärgert, wenn man halt das Spiel schon diese so durch fehlende Kommunikation einfach. Bin ja nicht halt. Dass wir am Anfang das Spiel halt so leicht verloren haben. Gerade am Anfang. Oder verloren ist übertrieben, aber warum haben wir. Wir haben so blöde Lanes gehabt, einfach völlig unnötig. Das ist mal so ein bisschen schade. Ja, da hat die Absprache ja schon nicht funktioniert, ne? Nee, und das ist halt aber auch so unnötig, weil man sitzt am Anfang eh nur rum in dieser Lobby und hat ja minutenlang Zeit, irgendwas zu machen. Ja. Und dann frage ich mich halt immer so, warum. Die gucken die Leute sagen aus dem Fenster, warum sagen sie halt nicht wenigstens, welchen Helden sie spielen und wohin sie gehen wollen? Weil das. Ja. Weil sie müssen. Sie haben ja auch selber kein schönes Spiel, das ist das Problem. Sie spielen ja selber dann dreiviertel Stunde lang das Spiel. Und wenn sie halt. Ne? Dann nehmen sie halt einen Helden, der halt nicht ins Team passt oder was halt nicht zusammenpasst und haben ja selber dann dadurch kein schönes Spiel. Vielleicht so. Haben die das noch nicht kapiert, dass das ein Teamspiel ist. Ja. Das, ja, was anderes kann es ja nicht mehr sein. Ja, das ist halt immer so ein bisschen. Weil sie sind so von sich überzeugt, dass sie glauben, wenn sie mit dabei sind, dann kann es gar nicht mehr falsch sein. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus den Sachen, ja.
Vielleicht auch so als Held, wenn es nicht nur was der Held auch kann, sondern einfach so die Model und so. Ja, ich fand das jetzt schon mal ganz interessant, aber ich glaube, halt mich diesen Pfeil da zu treffen, ist gar nicht mehr so einfach. Jetzt habe ich ihn ja mal getroffen. Ja. Aber es reicht halt auch überhaupt nicht. Nein! Ja. Okay, dann ist an der Stelle noch. Haben wir zwei gekillt. Eine Shackle Shot hat gesessen. Hopp. Ja, also der Kampf fing ganz gut an, aber sie hatten das Aegis und so und dann. Die liegen halt einfach zu weit hinten. Selbst wenn der Kampf gut anfängt. Zu weit hinten, als dieser Groß was machen könnte. Ach ja. Ja. Gucken wir mal zu, wie sie alle kaputt machen. Ja, so ungefähr. Ja, der schwimmt hier bis zum großen Tunnel, der Juggernaut. Sehr schön. Und er ist außerhalb von der Rod Range. Das geht mir oft so. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Vielleicht muss man diese Rod Range ein bisschen erhöhen. Das hat das, oh Gott, das ist halt ein Schweinchen. Weil, ich finde es auch ein bisschen, wenn man jemanden hookt und dann auch das Ulti macht, dass er halt dann so aufgefressen wird, ist er manchmal so ein Stück zu weit weg, als dass man ihn noch beschädigt durch diese Rod, was man da noch hat. Patch, habe ich ja nicht so viel mitbekommen. Der hat irgendwie ganz vernünftig gespielt. Es waren ein paar coole Sachen, die er gemacht hat. Auch mal ein lustiger Held. Den mag ich ganz gerne. Das ist auch, wie die Spiele laufen, auch immer sehr unterschiedlich. Immer so, immer so. Ja. Das ist jetzt eh vorbei. Wir müssen warten halt jetzt noch, bis sie die Race eingerissen haben. Like the wind. Ja! Super! Eingekillt! Yeah! Das ist das Comeback. Jetzt haben wir gewonnen. Ja, wenigstens einer tot. Genau. Mal die kleinen Sachen freuen. Das ist richtig. Ja, so sieht das bei mir im Spiel aus. Wenn ich da mal einen kille, dann soll ich erstmal durch die Wohnung erstmal tanzen. Ja, ich habe einen geschafft. In der Zwischenzeit bin ich schon wieder fünfmal tot. Siehst du, da lacht sogar die Windrage. Ja, freut sich an. Ja, hat auch Freude. Da oben. Monster Kill. Ja, das hört man nicht gern bei den anderen. Nee. Top Tower under siege. See how your top tower is still on the map? Me neither. So, jetzt hauen wir uns das letzte Gebäude weg. Die letzten Raxes. Your top tower is under attack. Mana auf den HP auftanken. Wir werden so ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr zögert das jetzt eh noch raus. Ja. Ach, darf keine leichten Siege verschenken. Nein. Kämpfen bis zum letzten. Alles noch versuchen. Ja, richtig. Auch wenn man schon längst verloren hat, einfach noch alles raushauen, was geht. Ein bisschen nerven. Genau. Das ist das Letzte, was man tun kann.
wie im echten Leben, wenn man, auch schon verloren hat, wenigstens die anderen noch auf den Sack gehen. Ja. So sieht's nämlich aus. Dass du nichts gefallen hast. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, da komme ich leider nicht mehr ran. So, mal kurz Mana auftanken. Oben geht's gleich wieder los. Mein Link ins Vier muss ich eh aus dem Secret Shop. Hau ich die Sachen, deswegen komme ich da leider gerade nicht so leicht dran. Ja, weil der da ist. Der ist arschig. Ich habe versucht, ob ich so guten Link an den rankomme, aber leider nicht. Schwein. Kann das eigentlich jeder machen, dass man den anderen zum Schwein macht? Nein, du kannst einen Gegenstand kaufen, dann kannst du. Achso. Der hat richtig zur Sau gemacht, jetzt kann man sagen. So, das Link kannst du mal. Okay, du kriegst halt noch auf Cooler. Und weg. Und weg. Ja, vielleicht kaufe ich mich dann noch zurück. Ich brauche nicht jedes. Komm! Ah! Die anderen habe ich getroffen da hinten. Ich hab gerade den gehuckt, den ich da im Schenkel schon gesehen habe. Ich bin auf der Creeps hier vor der Haustür. Ja. Na? Ja! Das hilft doch jetzt, ich bin so weit hinten. Ja, ich hab wieder ausgetroffen. Na ja. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte ganz gerne die Wind Ranger ein bisschen besser gezeigt. Also ich kann die, wie gesagt, eh nicht gut. Das so ein bisschen, also es werden einige Spiele vonnöten sein, bis ich die Wind Ranger ein bisschen gut kann. Aber das Problem ist halt, wenn das dann von vornherein so blöd läuft, dass man halt die Lanes schon so blöd aufgebaut hat. Das Witzige ist, die sind sogar in einem Team. Der Rave King und der Patch, das ist so ein bisschen komisch, wenn Leute zusammen in einem Team sind und sich trotzdem gegenseitig praktisch das Spiel versauen. Das ist immer super. Ich habe aber was erhalten, habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe einen Legendary Strength, ich glaube mein erster Drop, seitdem das geändert wurde, habe ich noch eine Legendary Waffe bekommen. Das ist ja mal nett. Für den Juggernaut, okay. Ja, können wir mal anlegen. Ich habe ja eh die Edge of the Blade Keeper, aber die hatte ich schon. Die habe ich ein zweites Mal bekommen. Na toll. Ich habe mich gerade gefreut, ich dachte schon, die kommen mir auch bekannt vor. Das wäre vielleicht noch eine besondere Variante davon. Aber, nee, die einfach nochmal bekommen. Schade. Naja, können wir noch eine Runde machen, dann kannst du ja nochmal einen anderen Helden aussuchen. Oder ja. Schauen wir mal. Was schauen wir mal? Ja, was jetzt kommt. Ach so, genau. Wollte gerade sagen.